definitiv, wir werden zurzeit beobachtet. Es gibt UFOs. Edgar Mitchell war der sechste Mann auf dem Mond. Und mir hat er gesagt, im persönlichen Gespräch, er sagte, ich weiß von den Wissenschaftlern, dass die wissen, dass da draußen etwas ist. Die Wissenschaft, die Resultate der modernen Wissenschaft holen uns ein. Wird alles in einen blöden Topf geschmissen und ein Journalist Quatsch von anderen macht. Sie prüfen es gar nicht. Sie lesen das Zeug nicht. Das ist das Verrückte in der Gesellschaft. Aber das war schon immer so. Immer dann, wenn der Mensch das Wasser da hat, fängt er an zu schwimmen. Vorher nicht. Vorher ist ihm alles wurscht. Das betrifft mich ja nicht. Zitat: Alle Behörden des Geheimdienstnetzes sind dazu angehalten, die Massenmedien zum Zweck der Diskreditierung zu beeinflussen und zivile UFO-Forschungsgruppen zu infiltrieren. Was mich zurzeit grün und blau ärgert, ist diese Geschichte mit dem Klimawandel. Natürlich haben wir Klimawandel. Mein Gott, ich kann da nur in die Kammer. Ich bin kein Klimaleugner. Wir haben Klimawandel. Wir leiden ja darunter. Jeder Idiot sieht das. Nur, der Grund ist nicht CO2. Ich war nur an einem Eingang drin, bin vielleicht einen Kilometer reingelatscht, hab tatsächlich Figuren gesehen, in den Händen gehabt. Das ist der Zweck von diesen Kornkreisen, von den echten. Wir sollen langsam dahinter kommen. Und da unten seien Millionen von Mumien, nicht Tausende, Millionen von Mumien von allen möglichen Tieren. Definitiv Kreise aus Steinen. Das entsteht nicht auf natürliche Art und Weise. Da wir nicht auf dem Mars waren, muss es wer anders gewesen sein. Ich soll mir Danke sagen. Ihr bringt das in die Welt um. Ihr trägt mit, den Zeitgeist zu verändern. Das ist, was wir brauchen. Vielen Dank. Danke. Danke euch.